Herzlich willkommen zur 172. Folge des Space Exploration mit der Felix. Hallo. Guten Tag. Was wolltest du auf unserem Hauptplaneten mit dem meisten Zeug da machen? Also jetzt den Erzen hauptsächlich. Also Essen. ich habe jetzt bei der unser Vulkanit-Pulverisierer mal eine blaue Kiste rangesetzt, dass das Vulkanit-Zeug wenigstens das Erz mal verarbeitet wird in Blöcke. Das heißt, die 49.000 sind jetzt schon inzwischen auf 44 runter. Aber die Frage ist halt, was wir mit Kupfer, Eisenstein, Kohle machen. Dann sollten wir auch nochmal gucken, dass wir die Filter mal recyceln. Weil da sind inzwischen auch schon 39.000 von da. Geil. Aber es sind halt nur die dreckigen, das ist das Problem. Oh, die recyceln wir doch. Aber dann anscheinend nicht genug. Oder es fehlt da irgendwas. Crafting-Tempo wäre halt mal ein bisschen gut, ne? Und Lagerkapazitäten, das ist so das Problem, so. Die eine Maschine arbeitet zum Beispiel nicht, weil die rote Kiste dahinter voll ist. Die anderen arbeiten alle auf Volltempo, aber können halt nicht schneller, weil, ja. Aber dass wir 37.000 dreckige Filter am System haben, sagt das schon alles im Normalfall, oder nicht? Ja, das stimmt natürlich. Das Problem ist allerdings aber auch, dass wir theoretisch gesehen vermutlich ein bisschen zu viele Filter haben insgesamt im System. Da muss ich dir wahrscheinlich recht geben. Wobei wir aktuell eigentlich nur die Filter haben, die halt in den Antibiotikkisten drin sind. In was für eine Kisten? In der Anbieterkiste. Okay. Was ist das? Was vor allem, was war hier? Vulkanitfeld. Oh, du kannst dann da aufhören. Okay, Vulkanit gibt es hier nicht mehr. Das heißt, ich müsste dann jetzt auch demnächst mal ein neues Vulkanitfeld anschließen. Sehr schön. Vor allem habe ich auch gerade aktuell sehr viel Zeit zu. Ist doch wundervoll, dass du das hast. Eisenplatten um so ein Dings. Ach doch, da sind noch Eisenplatten. Warum sind die denn da unten drin? Gegenfrage, warum nicht? Lieber Herzog. Ich muss mal hier lang fahren. Aber dafür werden bei weitem meine Schienen nicht reichen.
Okay, jetzt kann ich aussteigen. Schien alle. Ich brauche neue Schienen. Das heißt, bring mich mal zum Lager nach oben. Gut, das wird eine Weile dauern. Und dann hätten wir nämlich da neues Öl. Achso, dann bräuchte ich unter Umständen auch Ölzüge. Ist ja schön, dass ich hier schon angekommen bin. Ich bräuchte. Nein, zu, stopp! Jetzt fährt mir mein Zug einfach vor der Nase weg, weil er dachte, ach! Obwohl, eigentlich kann das ruhig machen. Ich fahr mal zum Fuse-Stop. Ja, fahr mal zum Fuse-Stop. So, was brauche ich? Wo sind die denn? Was brauchte ich denn noch? Ach, Schienen brauchte ich noch, ne? Fuel Stop, da bist du. Dann komm mal wieder zu mir zurückgefahren. Lieber Zug, ich beruhige dich hier mal. Muss ich vorhin mal aufpassen, wenn ich jetzt über die Gleise laufe, nicht, dass mein eigener Zug mich in den Haufen berätselt. Ah, so wird es schon nicht passieren. Nee, ich denke auch nicht. So, wo willst du jetzt dann fahren? Da runter. Oh, ist ja schön, du fährst jetzt rechts, links. Okay, jetzt fährst du doch woanders lang. Doch nicht. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, geradeaus, geradeaus. So, du bist Haltestelle Ölfeld 1, gehe ich mal davon aus? Ja, Ölfeld 1. Und du bist dann Haltestelle Ölfeld 2. Das heißt, du fährst dann vor. Ölfeld 2, volles Frachtinventar, Ölanlage, Anlieferung Öl, leeres Inventar. Ja gut. Nächste Problem. Jetzt habe ich kein Signal damit, aber es ist mir vollkommen egal. Hier fährt dann eh nur eine Zug runter. Das können die nach und nach noch bauen. Und vor allem wichtig ist der Strom, der hier unten ist, damit die schon da unten anfangen können zu produzieren. Schon Strom.
Ach so, du kommst so hier gar nicht rein. Ich komme zum Ölfeld gar nicht. Das ist super. Ich könnte tatsächlich nur über das Dice hier kommen. Kommst von da gefahren, fährst dann hier lang. So sollte ich theoretisch jetzt zum Ölfeld kommen. So, und du produzierst jetzt. Warum hast du nicht genug Strom? Gar nicht mitbekommen, das war. Dass wir. Da oben und so. Das ist der Strom. Und so. So, wie viel Dings machst du jetzt hier? Du produzierst was? 30 Liter pro Sekunde? Moment. Liter pro Sekunde, das ist ja nichts. Alter, 30 Liter pro Sekunde. Okay, jetzt machst du 200 pro Sekunde, das ist auch nichts. Okay, du kannst dein Ziel eh noch nicht erreichen. Warum nicht? Du sollst dann hier lang fahren. Fährst hier lang. Oh ja, okay, hier fehlt noch die Schiene. Fährst dann hier lang. Da lang. Und dann solltest du theoretisch dein Ziel erreichen können. Dann fahren wir mal zurück zum Ölfeld 2. Bis dahin. Solltest du ja unter Umständen da unten deine 100.000, ja, du wirst nicht deine 100.000 Liter voll kriegen. Ja, aber es sind ja auch nur 88.000. Okay, dann fahr du mal bitte zur Ölanlage, weil du musst ja eh jetzt hier einmal quer durch die ganze Basis fahren. Wo ist der zweite Ölzug? Was da? Achso. Oh, du hast gerade 100.000 Liter abgeladen. Das heißt, wir haben gerade mal Öl. Das ist ja ein Traum. Das ist so lächerlich.
Stopp, 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 anhalten. Lass mich mal ganz kurz hier raus. Danke. Jetzt kannst du weiterfahren. Den da bitte einmal her, du musst verlegt werden. Schweröl, Schweröl, Schweröl. Hä? Was ist jetzt kaputt? Alles. Wieso ist jetzt... Wie ist das da echt hier? Alter, mach mich fertig. Jetzt. Hier ist ein Petroleumgas drin.
Na, wieso ist das schon wieder Betonglas dann? Gegenfrage, warum nicht? Leichte. Warum ist da Betonglas dann? Leichte. Das geht trotzdem nicht. Leichte. Systeme mit unterschiedlichen Flüssigkeiten können nicht gemischt werden. Hier ist aber. Leichte. Kannst du mal pingen, deine Position? Verstehst du mein Problem? Das geht jetzt bei den drei, abgesehen von der ganz linken, nicht. Das geht nirgendwo, ich kann nirgendwo was anschließen. Weil er sagt, nee, Leichtöl in dem Rohr, da, nee, geht nicht, weil da Leichtöl drin ist. Nee. Wenn es explodiert, nehme ich das auf meine Kappe. So. Das scheint jetzt zu gehen. So, läuft jetzt alles wieder. Ganz rechts musst du nochmal hinlaufen, da sind zwei, die haben noch nicht gesetzt bekommen. Da kommt irgendwo her. Kahngas? Flüssiggas? Aber woher? Oh. Das ist in dem Untergrund auch noch drin. Ne? Und in dem dann halt auch ein Schild mit drin. Ne? So, warum können die nicht arbeiten? Weil Schweröl voll. Weil da Leichtöl drin ist in dem Rohr. Lass mich raten, da ist nochmal. Ja, in dem nächsten Untergrund ist auch Leichtöl drin. Warum? Weiß ich nicht. Aber jetzt soll es gehen. So, und warum habe ich die ganze Scheiße jetzt gemacht? Damit du, Ja, ich höre. Öl produzierst. Viel geiler. Weißt du, was ich mich viel eher frage, warum du bei der Menge an Kohle, die du überall hast, nicht einfach Kohle verflüssigen hast? Wo? Hallo, der Zug ist hier voll, also. Pass auf, ich habe viel zu wenig Kohle gehabt. Vorher ging die Kohleleitung hier lang, ging hier rum und hat hier Kohle gemacht. Das Ding ist nie gelaufen. Nie. Mhm. Und der Zug ist auch nur voll, weil hier halt einfach kein
weiß, aber es war als Joke gemeint. Kein von diesem komischen Zeug da ankommt. So, es ist die andere Frage. Ja, was ist die Frage? Kriege ich hier Produktivitätsmodul rein? Kriege ich. Oh, das heißt, es kommen da Tempomodule rein. Und dann kommen in die Dings kommen Produktivitätsmodule rein. So, das heißt, es kommt jetzt auch deutlich mehr Plastik an. Deutlich, deutlich mehr Plastik. Wenn ich da noch Produktivität reinklatsche, dann sieht die ganze Geschichte ganz anders aus. Aber dafür muss ich einmal wieder nach Novith. Und sagen dem Novith, hier, pass auf, ich bräuchte dann mal wieder ein paar. Und dann sollte das funktionieren. Hoffst du das oder weißt du das? Ich hoffe, dass ich es kann die ganze Geschichte da voll machen. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.